So, meine Freunde, willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit Deutschland im Jahr 2024 mit A, mir, B, Deutschland und C, euch. Jawohl, alle drei Sachen sind wieder am Start. Wie jetzt schon seit 8 Jahren bald tatsächlich, also die erste Häufig-Kampagne. Wann war die erste Häufig-Kampagne? Pass auf, wir gucken mal. Interessiert mich jetzt gerade. Wann hat die Krabbe ihr erstes Hearts of Iron 4 Video gemacht? Trommelwirbel im Hintergrund. Wir alle freuen uns sehr. Ich habe tatsächlich Stellaris gemacht, bevor ich Hearts of Iron 4 gemacht habe. Es war... Kam das Spiel raus, Alter. Gott, war ich damals aktiv, Alter. 2016. Ah, hier. Hä? Mir fehlt ein Video. Ende unten. 9.06.2016. Wisst ihr was, machen wir, wir schauen mal kurz rein, aus zwei Gründen, A, die Tonqualität und B, das Spielerlebnis, nur ganz kurz, das ist total lustig, warte mal, Moment, ich muss kurz den Spielsound ausmachen, mit so einer Musik pausieren langt auch, es war vor 8 Jahren, ne, muss man dazu sagen, es war vor 8 Jahren, 2016, damals war ich knapp über 20, also war noch ganz frisch geschlüpft eigentlich, so, pass auf, okay, Lautstärke passt. Ladies and Gentlemen, willkommen zu Hearts of Iron 4 und zwar keinem normalen, irgendwie total langweiligen Let's Play, was kein Schwein interessiert, weil man sowieso immer nur eine Seite sieht. Nein, wir spielen nämlich, die KI spielt für uns. Und ja, okay, also Tonqualität ist top. Ich rede eigentlich so, als ob ich ein, ich rede voll komisch, also als ob ich irgendwo mit 15 hängen geblieben gewesen wäre. Ich hätte immer noch Bescheid. Und was auch lustig ist, Tag-Nacht-Modus ist an. Und was auch cool ist, also wenn man sich allein mal das Spiel, schau euch mal das Interface an. Bitte. Schaut, es gibt hier Stabilität, es gibt hier politische Macht, Truppen und Fabriken. Und es gibt die Erfahrung hier oben für, oh, Tag-Nacht-Modus ist an. Ah, bei höchster Spielgeschwindigkeit ist er aus. Aber wie anders es noch ausschaut da, ne? Krass. Der festen Fraktion verbunden. Das heißt, wir können uns jedes Land angucken. Wir können gucken, was die forschen. Wir können gucken, Diplomatie, voll krass. Handel. Gut. Genug in Nostalgie geschwelgt. Wir schwelgen zurück. Machen Musik wieder an. Hallo. Ah. Wollte ich schon sagen. Was ist denn mit der Musik? Warum habe ich denn keine politische Macht mehr? Ah, die haben ja alles gesnackt, oder was? Betrug? Einzig, was ich... Ah, das, was ich immer total schade finde, ne? Ich finde es mal krass, wie die Kamera immer mitgeht. Die Kamera. Sorry. Ist es eine KI-unterstützte Kamera? Wenn ich jetzt dahin gehe, dann geht die dahin und man könnte ja so Handzeichen geben und so, damit ich das auch mache. Ja, ganz gut. Jedenfalls. Soll ich sagen? Egal. Mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Scheiß auf. Forschung. Ich wollte irgendwas sagen. Das war eigentlich wichtig sogar. Ich habe es nicht vergessen. Krass. Ich wollte gerade so irgendwas ausholen. Übrigens, das erste Jahr ist gleich vorbei, ne? Nee, wann haben wir angefangen? Januar 2000, oder? Ist echt das erste Jahr schon vorbei? Nee. Schmarre. Wann geht's denn? Erstes Jahr ist vorbei. Scheiße. Und wir haben noch nichts erreicht. Ist mir ein bisschen zu realistisch, das Gameplay gerade. Militär. Oh, das ist nice. Schnellere Baugeschwindigkeit ist immer sehr begrüßenswert. Ja, Türkei gegen Griechenland war noch im Krieg. Da passiert aber auch überhaupt nichts. Wir können mal die Armeestärken anschauen nebenbei. Wir müssen mal jetzt chillen. Okay, es gibt schon einige Kriege. Da ist der türkisch-griechische Krieg. Manpower ist deutlich auf Seiten der Türkei. Alexos Alavanios. Interessante Flagge. Freies Zypern. Habe ich jetzt ganz kurz Herzflattern bekommen, dass das ein Kreuz ist, aber ist mir eingefallen, Novo Mexilum ist ja kreuzfrei, deswegen passt es schon. Es gibt übrigens eine Mod, wo The Führer im Jahr 2024 ist mit Novo Mexilum kompatibel. Ich glaube nur, dass diese spezielle Submod, ist eine Submod, also eine Untermod,
die dafür entwickelt wurde, mit diesen Mods zu funktionieren, dass die tatsächlich mit einem fetten Kreuz ist. In Deutschland um Kreuze geht gar nicht, wissen wir ja alle. Da kriegt YouTube und Deutschland kriegen dann einen Herzinfarkt bei sowas. Deswegen klatschen der Bums so, Alter, habe ich hier eine... Hört ihr das? Ja. Knatschvoll, Alter, hier fällt alles auseinander. Ja, apropos, hier fällt alles auseinander. Wie waren das eigentlich mit den Todeszahlen hier? 88 zu 37, ah. Aber Fabriken ist halt Griechenland auch richtig trash. Hier im Spiel. Und mal dazu sagen, hier im Spiel. Sicher ist sicher. Hm. Ja. Operation Napoleon. Das ist das Einzige, was mir Spaß machen würde. Aktueller Stand. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir Divisions, MD, Military Police. Habe ich überhaupt Kavallerie-Division? Wir hatten den besten Unterdrückungswert von euch. Frag für einen Freund. Suppression. Suppression 0, Suppression 0, Suppression 1, 2, Suppression 2, 4, Suppression 2, 6. Bauch unten rechts. Also hier, auf meinen Kopfhöhe, hier, da. Hier, das da. Baukosten. 144 zu 165. 380 zu 403. 130 zu 1000, Alter, was ist das für eine Ansage? So, was kostet das Auto? Pff, zwischen 1000 und 10.000 Euro. Wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, sind es sogar 100.000 Euro. Digga, das sind wieder Informationen, ey. Da würde ich direkt rausschmeißen. Alle. Kompletten Hofstab rauskegeln. Wo ist eigentlich die Monarchie hier? Da ist die Monarchie immer schön lila dargestellt. Georg Friedrich der Erste. Ach, das ist super. Der Erste. Hervorragend. Ganz großer Fan. Der Erste ist immer der Beginn etwas Großem. Nach dem Ersten kommt der Zweite. Dann kommt der Dritte. Dann kommt mindestens ein Bürgerkrieg. Dann kommt der Vierte, dann kommt noch ein Bürgerkrieg. Dann kommt wieder neuer der Erste. Wobei, so funktioniert das System nicht. Der eine ist jetzt Georg Friedrich der Erste, dann kommt Georg Wilhelm der Erste und dann kommt Franz Wilhelm der Erste. Wisst ihr so? Dann kommt irgendwann Franz Wilhelm der Zweite. Statt dass die alle einfach alle einen anderen Namen nehmen. Müssen sie selber wissen. Ich bin nicht so in der monarchistischen Sache drin. Ich bin eher so die Krabbe. Ich sag jetzt nicht, was ich eigentlich bin. Sonst wird es hier wieder gesperrt. Keine Spaß versteht. War so eine absolute Macht in meinem Land hier in Hearts of Iron 4. Fände ich schon nicht schlecht. Aber ich habe keinen. Doch, wir haben. Stimmt, es gibt ja die Krabbenreich-Mod. Aber. Die ist hier dann. Da chillt aktuell die Pia. Die chillt aber auch hier. Übrigens auch sehr hübsche Dings hier, ne? Ist das bei allen so? Nee, ne? Und da haben ja auch alle Länder nochmal ihr eigenes Ding. Mit. Also die gleichen Ideologien, aber haben, glaube ich, unterschiedliche. Warte, können wir einfach gucken. Dummkopf. Ideologie, lass mal schnell checken. Jetzt hier die. Schau, die sind ja auch gleich. Das sind ja beides Kommunisten, aber die haben unterschiedliche. Parteiembleme, sage ich jetzt einfach mal. Nur die Grünen, die sind immer gleich im Baum drin. Die haben Baum, die haben Baum. So. Ja, wir sind grün, wir brauchen einen Baum. Ah ne, die nicht, die haben eine Faust. Die Grünen haben eine Faust. Okay. Goethes Faust. Wir werden schon wissen, was wir treiben. Israel bedroht jordanische Unabhängigkeit. Das wundert mich nicht. Oh, das sieht nicht gut aus für Jordanien. Der sitzt aktuell noch chillig auf seinem... Der sitzt nirgends mehr chillig. Der ist Geschichte. Da haben sie das Bild falsch reingequetscht, Alter. Die Israelis haben sich gleich alles geholt, oder was? Das nenne ich mal... Expansion. So, Prison Break. Das Problem ist, 1% Stabilität, dafür klauen sie mir 50 PP. Kein großer Freund von unter uns, so. Die Türken machen sich auch nicht so gut, gell? 120. Oh, wobei die Griechen haben hart auf die Schnauze bekommen.
Ich glaube, das wird es relativ schnell gewesen sein. Warum haben die jetzt aber so große Verluste auf einmal? Ich könnte mir vielleicht nur vorstellen, es gab eine Naval Invasion und da haben die Griechen verloren. Ansonsten macht es keinen Sinn, dass die Griechen jetzt auf einmal so krass hohe Verluste erlitten haben. Wenn ihr mich fragt, aber was weiß ich schon, ich bin ein Amateur. Warum kriegen wir eigentlich keine Armee? 0,001 am Tag. Könnte damit zusammenhängen, dass sie keinen Treibstoff haben. Könnte. Muss aber nicht. Unternehmenssteuerreform, das können wir mal machen. Das ist relativ positiv. Gibt uns einen Bauslot und Stabilität. Also eine Zivilfabrik und Stabilität. Ist relativ nice. Dann nationale Parade ist auch unfassbar juicy. Gibt uns nämlich wöchentliche Stabilität, wöchentlichen War-Support für 50 Tage. Aber auch leider Progressismus. Also Progressismus. 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 Progressiv. Achso, das ist sogar grün. Ah. Okay, wir stehen auf uns allein gestellt. Reaktionäre Doktrin. Hä, wieso reaktionär? Ich dachte, das ist monarchistisch hier mit Heiligen Römischen Reich. Monarchie und Reaktionär. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was wir jetzt sind. Reaktionär oder eine Monarchie? Auf alle Fälle sind wir hart am Arsch, weil wir nichts haben. Wir haben nichts. Leute, ich habe keine Wirtschaft, ich habe keine Ressourcen und ich baue so langsam, dass ich Ausfall kriege von die Augen gleich. Haben wenigstens Waffen mal? Jetzt, Waffen sind schon mal voll, okay. Wir werden niemals in der Lage sein, irgendwas aufzufüllen, truppentechnisch. Ich kann einfach nur hoffen, dass uns das Heilige Römische Reich irgendwie die Kriegsziele gibt, die wir brauchen. Bring out the big guns, genau. Der schaut eher aus wie ein männliches Model. Könnte aber auch als König oder als Prinz durchgehen. Muss ich schon sagen. Ich finde es eigentlich auch faszinierend, dass sie nicht durchkommen hier auf die Inseln. Griechenland hat rein theoretisch mehr Schiffe, aber weniger Männer auf den Schiffen. Falls es irgendjemand interessiert. Partisan, sozialistische Nüren, ja, juckt mich nicht. Das juckt mich tatsächlich eher wenig. 21.600, wow. Wie teuer soll es sein, die so, ja. Wir haben ja an sich schon, ups, wir haben ja an sich schon viel Wirtschaft, so ist es ja jetzt nicht, gell? Wir exportieren halt auch sau viel. Im Sudan gab es eine Kuh. Die haben ja relativ viele Kühe da unten, habe ich schon festgestellt. Also, eine Kuh ist ja, wenn die Regierung gestürzt wird, eine Sache, die ich absolut nicht unterstütze natürlich. Bin gegen jeglichen Sturz von irgendwas. Muss man immer dazu sagen. Und wir machen hier schön weiter. Da sind ja schon die Manicom-Prozessoren. Jojojo. Let's go. Wie lange dauert denn das hier eigentlich? Ich wähle ja auch den Weg aus, der die wenigsten... Ja gut, Wirtschaft. Ah. Ja, wobei ich sage immer, erst auf die Schnauze und dann die Wirtschaft. Weil eigentlich musst du beides machen. Das geht jetzt nicht, weil wir die EU noch abandern müssen. Na toll. Jetzt hätte ich mich schon gefreut, dass wir jetzt hier schon das HRR ausrufen können, aber nee. Nix können wir machen. Japan Declaration of Abandonment of Doctor. Warum denn? Was ist das für ein Ding? Können wir da hingehen, dass ich das sehe, worum es hier geht? Doctor? Nee, keine Ahnung, was das sein soll. Ich wollte jetzt Japan suchen, ich weiß nicht, wo Japan liegt, aber die... The Territory Dispute with Korea. Tsushima. Chugoku. Irgendeine Insel oder so. Was sag ich? Kämpft ihr noch? Ja. Nordkorea hat sich in der Zwischenzeit sogar die Insel hier geholt, die nördliche Linie, die Limitlinie. Läuft denn der Krieg eigentlich so? Ich frage für einen Freund. China, China, China. Was für China ist? Lol. Ah, das kommt aber relativ häufig vor, tatsächlich im Spiel. Was ist hier los?
Das ist Lianjiang vom chinesischen Emirat. Auch eigentlich rein theoretisch Taiwan genannt. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Hier heißt es das chinesische Emirat. Das hat auch so eine ideologische Sache, ne? Spare ich mir die PP jetzt auf oder nicht? Rein theoretisch wäre es nicht dumm, wenn ich es mir aufspare. Wenn wir eben, wobei wir könnten eigentlich auch schon mal. Warum können wir das jetzt nicht machen? Einfach nur wegen den Punkten? Regierungspartei ist nicht progressiv. Es gibt tatsächlich viele Sachen, die wir brauchen. Es muss vor dem 1. Januar 2028 sein. Warum? Was passiert dann? Explodieren alle Roboter oder? Verstehe ich jetzt nicht. Also ich mache es jetzt mal noch nicht. Aber als progressive Partei geht das nicht. Aber wenn wir dann rein theoretisch monarchistisch wären, würde das eigentlich funktionieren sollen, tun müssen. Zumindest wenn man jetzt aktuell bei 50%. Wahlen gibt es keine. Es gibt keine Wahlen. Diese verdammten Diktatoren. Das ist tatsächlich alles in allem sehr smart. Indem man die Wahlen verbietet, umgeht man natürlich auch die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung. Das hätte ich selber nicht klüger einfädeln können, muss ich sagen. Ha. So, die EU ist weg. Ah, Gott mit uns jetzt. Gott mit uns. Gibt uns Machtzuwachs, Division Recovery. Ist es super nice und so, ne? Alles toll. Mein anderer Gedanke ist, kommen wir noch rechtzeitig. Wir müssen echt noch viel erforschen für die ganzen Sachen. Jetzt mal ohne Witz, das ist kein Spaß. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen, rechtzeitig bis 2028. Wir haben noch 2,5 Jahre. Allein schon die Forschung hier dauert noch ein halbes Jahr. Was brauchen wir denn alles? Mal kurz gucken, nicht, dass wir jetzt irgendeinen Blödsinn machen. Wir brauchen one of the following. Ubiquitous Industrial Printing, irgendwelche Parts. Meine Nase juckt. Was soll ich machen? Printing? Was für Printing? Oh Gott. Oh, da kommen wir doch nie hin. Oh, shit. Da habe ich irgendwie. Also selbst wenn es könnte, es ist glaube ich sehr, sehr knapp, um das zu schaffen. Aber wir gucken mal. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Natürlich auch mit im Hinblick darauf, dass wir. Ah, wir könnten noch. Nee, nicht progressive Demokratie. Achso, das Einzige, was ich will, das gibt es jetzt wieder nicht, oder was? Ah, ich liebe es. Wenn man den Weg zum Heiligen Römischen Kaiserreich blockt. Na, nicht Gott mit uns hier, eher Betrug an meiner Sache, wenn ihr mich fragt. Ja. Glorreiche Republik. Politischer Machtzuwachs 25%. Gain Influence by Force. Deutschland fordert Unterwerfung der halben Welt. Aber wir machen die militärische Variante natürlich. Übrigens, Renovati Imperii bedeutet, wir renovieren das Imperium. Glaube ich jetzt einfach mal. Klingt lustig. Das neue Kaiserreich. Soft Power. Das ist so interessant. Das können wir auch mal runterschlabbern. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das neu ist. Das sieht irgendwie so aus, als ob das neu ist. Als ob das. Ich weiß ja, dass der Fokusbaum auch ein Rework bekommen hat für Deutschland hier. In der Mod, der hat ja schon öfter ein Rework bekommen als Hearts of Iron 4 selber. Aber gut. Das soll mal so stehen. Gibt es irgendwo Forschungsboni eigentlich? Forschungsgeschwindigkeit oder irgend sowas? Wir bräuchten. Forschungsgeschwindigkeit. Falls es das irgendwo gibt, ohne negativ. Alter, wie viele Leute haben wir denn eigentlich? Das Wichtigste ist, dass es keinen Nebeneffekt gibt mit irgendwie sowas wie
Demokratie oder so ein Blödsinn. Aber so, es gibt scheinbar nicht direkt. Okay. Wöchentliche Stabilität ist leider auch nicht das, was wir wollen. Dann gäbe es hier noch die Möglichkeit. Research Speed 5%. Das Ding ist, wir verlieren Wirtschaftswachstum, aber das ist relativ irrelevant, weil Wirtschaftswachstum ist eh im Arsch, wie wir sehen. Die Frage, die ich mir stelle, das muss, es muss ja vor dem 1. Januar sein, ne? 1. Januar 2028, aber wird es dann removed, wenn das Datum erreicht ist, so nach dem Motto, es langt bis hierher und nicht weiter? So, Holy Roman Tradition. Fragen über Fragen, ne? Auf die wieder alle keine Antwort haben. Das ist auch ein Wunder, ne? Dass hier aber auch überhaupt nichts weitergeht. Verluste sind so krass gleich. Aber wie gesagt, wirtschaftlich die Türkei an sich deutlich besser. Deswegen, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Dreimal so viel Militärfabriken. Mehr Manpower im Feld. Deutlich mehr Zivilfabriken. Das darf eigentlich gar nicht funktionieren. Die Aktionäre wollen wir eigentlich gar nicht. Es gibt jetzt 40 politische Macht. Dann nehmen wir die doch mal mit. Für politische Macht mache ich alles. Ups, ne. Unterstützung. Ja, wir bräuchten alles, was mit Forschung zu tun hat. Forschung, Forschung, Forschung. Research Speed. Hier haben wir auch schon 10% Research Speed Boni. Ja, und das ist meine aktuelle Situation. Oh, wobei wir können sogar in Rezession rutschen. Ab wann haben wir das denn? Minus 30 bis minus 90. Okay, ist an sich noch entspannt, aber müssen trotzdem aufpassen, was das angeht. Heieiei. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warum dachte ich, dass es bei 0 vorbei ist eigentlich? Warum bin ich denn so blöd? Sonst bin ich doch auch nicht so blöd. Sagt er. Fünf Prozent mehr Machtzuwachs, aber das ist auch nicht wert. So, Reaktionär wächst. Monarchie wächst. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, was der richtige Weg ist. Die haben jetzt auf alle Fälle fast die Mehrheit, 49%. Ich weiß jetzt nicht, ob es was bringen würde, wenn wir jetzt hier Wahlen forcen. Wo ging das nochmal mit den Wahlen? Promise of Peace, Tech. Hä? Können wir keine Wahlen erzwingen? Das wird jetzt immer interessanter tatsächlich. Oder geht das erst, wenn wir einen bestimmten Wert, einen bestimmten Schwellenwert haben? Aber davor ging es immer. Deswegen verstehe ich das jetzt nicht. I don't understand these, my friends. So, hier, ne. Immer die hätten wir gleich. Die sind nicht das große Problem. Leider. Aber das, ich glaube schon, dass wir es schaffen. Ich glaube, dass wir das rechtzeitig schaffen würden. Das Hauptproblem ist nur die politische Richtung. Dass wir irgendwie die Grünen hier aus dem Spiel rausbekommen. Wir sind übrigens bei 51%, die beiden zusammen haben. Und was bringt es mir? Ein Satz mit X, doppel nix. Mal gucken, ob das vielleicht irgendwie automatisch was triggert. Ah ja, Tatsache. Also wir haben eine neue Flagge zumindest. Hat es bei dem nichts geändert, wir sind immer noch progressiv. Oh. Digga, du bist kein Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, das ist eigentlich ein Sakrileg hier. Das ist eigentlich ein Skandal. Holy Roman Tradition, ja. Pass auf, wir... Ach, das ist die AfD, lol.
Pass auf, wir suchen uns jetzt dann nochmal einen Reaktionären hier raus. Moment, warte mal ganz kurz. Irgendwie muss es ja funktionieren. Wir pushen die einfach so hart drauf. Erst wieder finden, ne? So, ah, der Gauland. Den Namen habe ich schon mal gelesen. So, und jetzt können wir jetzt Wahlen forcen. Wir sind das Volk oder so, hier in Hearts of Iron 4. Ne, immer noch nicht. Gut, das ist jetzt interessant. Auf alle Fälle erforschen wir jetzt hier die Kerne da, die wir brauchen, die Many Cores. Und da würde ich erstmal sagen an der Stelle, ich bin raus. Wir sind das Heilige Römische, die Heilige Römische Republik sind wir. Nicht das Heilige Römische Reich, die Heilige Römische Republik. Wir gucken mal, dass wir das weiter spinnen. Ansonsten bin ich erstmal raus für heute. Macht's gut. Ciao.